Warum bist du traurig? Und tschüss. Kann man die Laterne mitnehmen? Die Matratze denkt sich auch nur so. Alles da, ich wipp da ein bisschen Wasser rum. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir uns mal als Polizist ausbilden lassen. Wer auf jeden Fall die erste Folge noch nicht gesehen hat, wo wir uns die Stadt hier angeschaut haben, der kann das gern machen. Ich werde es auf jeden Fall als Playlist am Ende des Videos verlinken im Bild oder ich werde es unten auch in die Videobeschreibung reinpacken. Und ich hätte gesagt, wir suchen erstmal die Polizei und dann, lassen wir uns mal ausbilden. Da vorne sehe ich schon die Polizei. So, dann gehen wir mal kurz in First Person. Hier. Polizei. Genau. Starten. Und jetzt sieht man hier, steht Polizei Action Wolf. Hab hier auch eine Pistole. Läuft. Ich muss jetzt erstmal. Also, wie es aussieht, habe ich jetzt den Job schon angenommen. Ich bräuchte aber auch meine Uniform. Ich habe auch 7 Dollar bekommen. Bargeld. Jetzt habe ich 8 Dollar. Es ist läuft auf jeden Fall. Ich suche bloß meine Uniform. Vielleicht muss ich mir die separat kaufen. Als ob ich so Polizist bin. Ich glaube, ich muss wieder zu dem Typen dahin. So, mit dir kann ich nicht reden. Dann muss ich doch mit dem hier reden. Warum bist du traurig? Und tschüss. Also mit dem hier kann ich jetzt nicht so viel reden. Ich habe mir da mehr vorgestellt. Ich hätte gesagt, ob jemand Räuber? Nee, Räuber gibt's nicht. Also können wir, wie es aussieht, nur ja Bürger festnehmen. Stehen bleiben. Jetzt leckt das Spiel schon wieder, Alter. Ich könnte die Wände hoch. Da hat sich gerade jemand nicht ordentlich an die Vorschriften gehalten. Da müssen wir, aha, hier haben wir noch. Kann ich sie hier mitnehmen? Handeln. Hä? Oder die sind irgendwie alle AFK. Ich gehe einfach so schnell wie möglich wieder zur Polizei und kündige meinen Job, weil hier gibt es eh keine Räuber. Und dann werden wir uns vielleicht mal als Busfahrer oder so bewerben. Die suchen da bestimmt Leute, aber es gibt ja auch keine Schüler. Schicht beenden. Sammeln. So, meine Schicht ist vorbei. Weiter geht's. Dann komme ich sogar noch weniger. Wo ist denn mein Bus? Da! Wie geil! Das, sag ich mal, das lohnt sich. Kann ich denn fahren? Wo? Fährt man denn? Und warum kann ich nicht fahren? Jetzt! Ah! Nice. Kann man die Laterne mitnehmen? Die Matratze denkt sich auch nur so. Alles da. Ich wipp da ein bisschen Wasser rum. Wir sehen auf jeden Fall hier überall die ganzen Stationen. Puh. Ich komm nicht rum, oder? Kann das denn? Jetzt. Komm perfekt rum. Kann leider kein First Person machen, aber da ist, ich sehe schon das erste Kind. 2 Kinder, 3 Kinder. Setzt die Schüler an der Schule ab. Haben wir alle eingesammelt. Ab geht's zur Schule. Wir fahren auch die ganze Zeit nur mit 37 Speed. Nicht mehr km/h, sondern Speed. Oder ich weiß nicht, was das für eine Einheit ist. Ja, wir machen es auf jeden Fall mal so. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch immer oder ob ihr es immer noch macht. Im Bus die Hausaufgaben abzuschreiben.
von eurem Nachbar, der neben euch hockt. Also mir kann jetzt keiner erzählen, das macht niemand. Ich weiß ganz genau, jeder von euch macht das. Einfach mal kurz im Bus einfach die Hausaufgaben abgeschrieben. Nee, weißt du, ich hole jetzt keinen mehr ab. Ich kündige, sammeln, perfekt. Ich habe Geld gemacht. Ich hätte es gesagt, ich hole mir jetzt noch schnell ein Apartment. Hier optimal sieht man auch mal den Autohändler. Vielleicht können wir uns da auch irgendwann ein Auto kaufen, wenn wir genügend Geld haben. Ab in den riesen Wohnblock und dann können wir uns auch irgendwann mal ein Haus kaufen. Alles klar, hier stehen auch dann Kinder rum, die wollen auch schon kaufen. Wo hat man denn die perfekte Aussicht? Wir wollen ja so ein bisschen schräg schauen auf Spielplatz und Natur. Also nehmen wir am besten die Wohnung hier unten drunter. Mal schauen, wie viel die kostet. Alles klar. Dieses hier haben wir perfekte Aussicht zum Spielplatz. Perfekt, haben wir Apartment 9. Neues Apartment nehmen. So. Perfekt. Hier ist unser Schlafzimmer, Leute. Hier seht ihr es. Eine Zweiraumwohnung. Hier können wir perfekt zum Spielplatz schauen. Und hier optimal zum See rüber. Also besser hätte man es gar nicht nehmen können. Ist auf jeden Fall nice. Ich mache hier mal ein bisschen Licht an. Hier brauchen wir auch mal ein bisschen Licht. So. Muss man auch mal sehen. Stromkosten gibt es hier, glaube ich, gar keine. Ja, ich schaue mir jetzt nochmal von draußen an, wie es jetzt schön beleuchtet aussieht. Ja, wir haben schon schöne Eckwohnung. Merkt euch auf jeden Fall, wenn ihr meine Wohnung irgendwann euch kauft, nehmt immer die am Eck, weil die am Eck ist immer am besten. Ja, und dann hätte ich auch gesagt, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. So sieht es momentan aus. Wir sind heute Polizist gewesen, wir waren heute Busfahrer. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Teilen werden wir vielleicht noch Kellner, dann Krankenschwester. Es gibt noch so vieles mehr. Krankenschwester. Vielleicht werden wir auch mal Räuber. Wird auf jeden Fall richtig nice. Ich habe noch Bock auf mehrere Teile. Wenn ihr das auch so seht, dann lasst alle mal ein Like da. An alle, die neu sind, ihr könnt gerne abonnieren. Hier kommen auf jeden Fall immer geile Videos und geile Livestreams. Und dann hätte ich gesagt, Leute, haut rein. Ciao, euer Action Wolf. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video wieder. Ciao.